sitzt hinter meinem Schreibtisch. Warum dann, nicht? Dann musst du Platz machen. Aber dann steht er mitten im Zimmer. Ja, Stative cool. Sind doch gar nicht groß, Mensch. Ja, aber die Softboxen sind groß und teuer. Ja, aber dafür brauchst du doch keinen Platz, die hängen doch über den Schreibtisch. Die sind aber teuer. Kannst du auch an die Decke hängen. Ich habe für die Dinger 50 Euro hingeblättert. Ja, und dann brauchst du eine Lampe kaufen. Nee, die sind dabei. Was hast du die gekauft? Du bekommst für 50 Euro ein Set von 2 Softboxen, inklusive Stativ, Lampenschirme und Lampe. Was? Yep. Auf Amazon gefunden. So Billigteile? Ich lasse die jetzt sogar mal rein für den netten Tipp. Verarbeitung. Also sind zumindest, habe ich auch keine Bewertung gelesen von wegen, die schmoren durch oder die sind schimmelig oder sowas. Ja, wahrscheinlich leben schimmelig. Die Leute nicht mehr, die Bewertungen hätten abgeben können. Nee, es gibt viele, also ich habe ja mir viele Softboxen angeguckt und es gab auch günstigere, aber da haben sie zum Teil geschrieben, die kamen schon schimmelig hier an. Und ja, aber das war bei denen einfach nicht der Fall. Die machen die warm? Nee, nicht so. Also LED ein bisschen, oder eher so anders? Eher energiesparend. Und sieht man dann immer so überbelichtet aus wie du? Nur wenn man sich richtig einstellt. Das ist bei mir Tag Natur Hautfarbe. Der ist so hell. Eben, ich bin so seine Haare, seine Haare färbt er ja, die Schwuchtel. So. Ja, natürlich. Boah, ist mir gerade warm. Verstehe ich gar nicht, wie kommt das nur? Bist du in Köln? Nee, der Rechner macht so warm. Verstehe ich gar nicht. Es ist warm. Ja, schnell, meine Bildschirme machen auch warm. Nee, ich hab so Energiespar-Dinger. Egal, die machen trotzdem warm. Nee, die machen auch warm. 24 aber Zoll ist eine Menge Fläche. Ich hab ja kein 24. Hast du mal eine Menge an Fläche gesehen? Hast du mal eine Menge an Lift gesehen, die da aufgestrahlt wird? Ich hab ein Special gesehen, wo du dein Equipment vorgestellt hast. Wow. Schon lange her, ne? Ja. Damals, da hat, ja. Da hat der Osch auch eine Roomtour gemacht. Ja. Eine Roomtour? Ja, so eine halbe. Mit UH? Ja, weil so den Rest, weil die andere Hälfte keinen interessiert. Doch, ja, das weißt du doch gar nicht. Schläfst. Ja, eben. Liebe Zuschauer, sagt mal, interessiert euch eine komplette Roomtour vom Josh? Ja, ihr wollt bestimmt wissen, wie mein Bett aussieht. Kannst dann bestimmt. Schreibt das in die Kommentare hinein. Ja, oh, das Josh, sind Berge. Josh, vielleicht hast du ja weibliche Fans. Wer weiß. Das vielleicht sieht man wollen, ja. Vielleicht Josh schon vergeben ist. Ja, das und sieht man dann? Ja bei der Auswertung bei YouTube. Vielleicht das wollen die ja wissen, wie dein Bett aussieht. Ja, was wollen die denn damit anfangen? Ich weiß nicht, das einfach wissen. Genau, das ist einfach wissen. Einfach Cookies weil, halt. Ist so. Cookies? Und das, ja, und dann aber Cookies habe ich gerne als Fans. Oh, ich nein, Cookies sind lecker. In dich. Mach mir ein Kind und so. Mach mir ein Kind, klar. Ja, der Carsten erkennt das schon. Ja, aber Josh Fanbase will eher ein Bananenbrot von Theo. Der Bananenlatz. Nein, Theo, mach mir ein Bananenbrot. Theo, der Carsten kennt das. Theo. Ja, mir fällt das. Josh kennt das auch. Alter Schwede. Was ist das? Maulstation. Doch, dann kenne ich das auch. Maulstation? Maulstation. Willkommen, we wanna go. Und es muss keiner hinten anstehen. Nee, ich muss nur reinblättern, ich Idiot. Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, Maulstation. Mein kaputt ist der, mein LKW. Ja, wenn wir eine Werkstatt finden, dann wäre ich sehr dankbar, wenn wir diese aufsuchen können. Warum? Habe ich jetzt mein ganzes Red Bull schon leer getrunken? Sieht so aus, ne? Das ist eingeatmet. Das sind voll die coolen du Berge. Bierlappen, du. Weggeatmet hast du das. Ja, weggeatmet habe ich das, ja. Also, ist so schön hier mit die Berge, ne? Ja, es ist schön hier. Ja, ist echt schön hier. Italienische Alpen und so, oder so. Ja, ich hab hygienische Alpen verstanden. Ja, österreichische hygienische. Alpen. Hygienische Alpen. Ich hab ja, hygienische Alpen verstanden. Die haben aber immer noch keinen Strom hier. Oh, da ist einer auf der linken Spur. Das dürfte ich kommen. Nein, echt? Nee, darf ich rein? Bitte, der ist langsam, der ist ganz langsam, der ist. Aaaaaah, du Kackvogel! Wie sieht das an? Darf ich bei dir rein? Ich bin auch ganz langsam. Ja, aber genau, der ist ja da auf der rechten Spur da langsam gewesen. Der ja, aber da kann ich ja nichts für. Am Sein. Zärtlich. Und komm ganz langsam rein. Ganz zärtlich. Retardern wir mal ein bisschen. Ja, doch, retarder du mal. Ich müsste mir den echt mal belegen. Mach mal Vorschläge mit was. Also ich habe jetzt die Motorbremse mit Retarder belegt. Nein, ich benutze immer die Motorbremse und schalte das Getriebe runter. So eher so belegt mit Thunfischcreme oder mit Pastrami oder. Thunfischcreme ist cool. Sag mal Josh, ne? Ja. Du als ehemaliger Edeka-Mitarbeiter, habt ihr die Fertig-Sandwiches aus dem Sortiment genommen?
Ich bin so lange nicht mehr da gewesen. Wie? Sonst hast du das immer noch drei Wochen danach gewusst, was vor 5 Wochen war. Ja, also ich war vor 2 Tagen in einem Treff 3000, ein Tochterunternehmen der Edeka Südwest. Und die hatten auch solche komischen Fertig-Sandwiches. Mhm. Ich finde die nicht mehr. Einmal so Fertig-Sandwiches probiert. Nein, die von Aber weißt du, sind über meine, gut ja. über meine von, Fertig-Frikadellen hier. Die von gut bekannt, und ne? günstig sind gut. Die mit Pute und Ei. Mhm. Dann habe ich mir immer so einen Salat geholt. Allerdings an den von Edeka Premium und nicht den von gut und günstig. Also die Salate, muss ich ja ganz ehrlich sagen, die habe ich mir dann lieber von Bonduelle gekauft. Nee, aber die fertigen so zur Mittagspause snacken. Ja, ja, genau. Die, wo du einfach nur noch das Dressing drüber kippen musst. Ja, aber da ist das Dressing schon dabei. Ja, aber das musst du trotzdem da drüber kippen. Nee, das ist so automatisch mit, du machst den Deckel auf, dann macht's Platsch. Dann ergießt sich das ganze weiße Zeug über deinen Salat. Ah, yum. Das ist aber was. Das schön, das ganze gesehen. Weiße Zeug. Das macht Platsch und das ganze weiße Zeug. Das ganze Zeug weiße Zeug Salat. Soll sich aber nicht über meinen Salat ergießen, bitte. Sondern über. Deinen Salat. Ist mir egal, ja, aber nicht über anderes. Irgendwas, was ich essen will. Also bei uns im Edeka haben die sogar eine Salatbar. Ja, die haben sie bei uns im Rewe. Musst du da dann eigentlich bar zahlen oder darfst du auch mit Karte? Nee, muss weil Salatbar, da geht nur Barzahlung. Ja, ah. Du wirst dann da für jeden Bestandteil immer 50 Cent rein und dann geht die Klappe auf und dann kannst du dir da ein Löffelchen rausnehmen. Achso, und ist das so eine richtige Bar? Da stehst du dann vor der Tür und gehst dann in die Bar rein? Ja. Mhm, genau. Ist auch aber Alkohol gibt's da nicht, ne? Nee, weil trotzdem erst ab 18. Ist wieder ja, nee, aber Alkohol gibt's da doch nicht, die glauben doch nicht daran. Ja, aber nee, trotzdem eben. Erst ab 18. Die im Bahrain. Wo ist der Josh eigentlich? Merkst du was? Wo ist der Josh eigentlich? Ganz hinten. Wir können doch mal durchzählen. Du bist mal wieder das Letzte. Ja gut, wenn jetzt Carsten und James durchzählen, dann zählen die 1-1-2-2, weil die beide so in etwa gleich... 1-0-1-0. Was ist die beste Zahl, die es gibt? Na? 12. Nee, oder 42. 73. 73. Warum? Weil die 73 ist die zweite Primzahl und die 37 ist die erste Primzahl. Irgendwie sowas. Sheldon Cooper erklärt das besser als ich. Auf jeden Fall im Binärcode ist es 1001001 und wenn du es rückwärts sprichst, ist es auch 1001001. Ja, ja, genau. Ein Binärpalindrom. Genau. Echt geil, ne, finde ich. Ist der Hammer. Binärpalindrome, ja. das sollte ich studieren. Aber so wenn du 7353 auf den Taschenrechner eingibst und es umdrehst, dann steht da Esel. Ja, ich weiß. Ja, tack, dann kann der ein typischer Geistesinhalt. Aber warum hast du das denn nicht deinem Professor gesagt? Da hättest du es schon bestanden. Hab ich ihm gesagt, aber dann fand er als nicht so nett. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt raus. Nee, Julian, der nicht mehr, nee. Gesagt, wo er dir das gesagt hat, hat er gesagt, wo ist der Josh denn? Julian, ja, der ist halt ganz hinten. Der will halt nichts anständig fahren. Mensch. Ja, dann fahre ich jetzt halt mit Vollgas. Ist mir jetzt egal. Ich wollte doch. Oh, ich bin geblitzt worden. Ja, siehst du, deswegen das Geld, dafür kann ich mir hier 5 Kisten Bier bei Edeka kaufen. Nee, nicht mal. 500. Nee, nicht auch. Ey, nicht warum ganz. Warum schmiert meine so 50. Tastatur eigentlich immer ab heute Abend? Weiß ja, also nicht, 50. Wofür brauchen die Tastatur? Geht so kurz die Beleuchtung aus und dann ist auf einmal mein. Die G-Tasten wieder resettet. Weiß ich nicht, also nicht meine Tastatur leuchtet. In Borggrün. Ich wollte das eigentlich einen Witz über meine G-Punkt machen, ja, wegen den G-Tasten. Ich wusste, dass du G-Tasten sagen würdest. Ich finde den G-Tasten. Also ja, meine Tastatur leuchtet in schwarz. Ja, also boah, gar nicht. Nein. In Plastikschwarz. Also meine leuchtet Borggrün. Meine blau. Ist blau, Josh hat die gleiche Farbe. Weil die auch schon richtig die gleiche Tastatur haben. Der Josh ist blau. Was habt ihr denn für eine tolle Tastatur? Logitech G105. Ach, so ein Trümmer habt ihr da stehen, ne? Das ist gar nicht so groß. Also nicht größer als... Ich fand die G19 immer cooler. Das hier gab's aber auf Amazon für voll wenig, weil das über Warehouse-Deals voll günstig war. Ja, und die gab's auch im Mediamarkt voll wenig. Voll günstig. Für voll wenig Geld. Voll wenig, für voll günstig Geld. Wollten wir nicht immer mal eine Werkstatt oder so? Wollten wir, ja, aber das ignoriert keiner. Hier jeder. Ja, hier ist ja also keine Werkstatt. Wer wollte an die Werkstatt? Wir sind in Deutschland, hier können wir in die Werkstatt. Carsten und der ich.
Hier, aber hier ist auch teuer. Also hier in Deutschland können wir gerne in die Werkstatt, da gibt's Wertarbeit. Und Versicherungsschutz oder was? Den hast du im Ausland, musst du irgendwie erst so Versicherungskarte und dann ist es kompliziert und die Abwägung und hier ist es in Ordnung. Kfz-Versicherung. Also wir wollten durchzählen, ne? 3. 2. 4. A. Okay. Y. Z. C. Erster. Dann bin ich C. Was, Julian hat C? Was? Wie, wo, wer? Nein, so viel hat der Julian nicht. Aber der Mario, aber doch, der hat bestimmt ein solides C. Wenn Mario das hört, dann hat er dich wieder ganz doll lieb. Der hat weiß ein C. Ein dickes C. Nee, wobei Mario hat Doppel-D. Jetzt übertreib mal nicht. Ihr seid aber schon gemein. Jetzt untertreib mal nicht, sollst du sagen. Also Doppel-D. Ihr seid ja voll die Assis, ey. So Kameraden-Assis. Ach guck, der Josh ist da. Ich leuchte dich mal an. Hm? Fahren wir echt jetzt gerade im Konvoi, so ganz nah beieinander und so. Tatsächlich, oh, ja. Ja, wir kriegen das endlich mal hin. Cool. Komisch irgendwie. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ha, hi Josh. Ja, wir fahren anständig. Jetzt machst du wieder deine 730 PS Schwanz raus, ja? Da vorne kommst du eh nicht weiter. Wir fahren sogar recht gut. Wir fahren parallel. Jetzt bremsen, Josh. Nee, ich hau einfach hier neutral rein und dann nerv ich dich mit meiner Drehzahl. Nervt die eigentlich? Nö, ich höre nichts. Boah, der Takt ist aber laut. Ich höre den Volvo von Carsten. DAF ist halt mal auch mal ganz gut. DAF, hab ich mir sagen hören. Nee, die kann man. Ein DAF kann man leider nicht hören, weil so schnell wie du den überholt hast, hörst du den nicht. Ich hab gedacht, den kann man nicht hören, weil der MAN immer viel weiter vorne fährt oder sowas. Mit sowas habe ich jetzt gerechnet. So, Josh, jetzt nee, den, bremsen, den, darf, bremsen, den darf überholt einfach jeder so schnell, den hörst du nicht. Das geht dann so. Was für ein. Vorbei, nee, Ja, kann der DAF gerade immer DAF schreien und dann bist du schon vorbei. Warum fahren wir eigentlich nur 90? Ja, weil das cool ist. Das machen die hippen Training-Leute heutzutage so. Ja, das machen die Konvoi-Leute und so, alle. Aber wir halten den Verkehr auf. Welchen Verkehr? Oh, ach so, Scheiße. Ich verstehe, wegen... Oh, Carsten! Oh, ich fahre einen Hund lang. Entschuldigung. Ich verstehe jetzt, wie man den Verkehr aufhalten kann, weil der Chakotin hat heute Abend noch was vor. Ah. Versteht ihr, wegen Verkehr aufhalten und... Ist schlimm, James? Josh. Schön wär's. Ganz gimpf. Streu doch Salz in die Wunde. Das war eigentlich nur ein Witz. Das war ein Witz mit Lachen und so. Ich glaub, der Jaja will umkippen. Ich lass mich freiwillig flachlegen. Oi. Also, nicht oi. Immer. Das ist eklig. Da ist der und James direkt wieder glücklich. Und ich glaub, ich kenne jemanden, der da was gegen hätte. Kommt drauf an, von wem. Zwei Leute sogar. Zwei? Ich kenne sogar zwei Leute, die was dagegen haben. Zwei? Ja. Jetzt bin ich neugierig. Zum anderen die Stimme aus dem Off. Genau. Hä, warum? Erstmal kommt hat er selbst was wem? Dagegen und zum anderen würde ich, glaube Luisa, nicht so happy sein, wenn du jetzt mit dem James da... in die Kiste springst. Sag doch frei raus! Vögel. Pimpers. Pimpers. Die Pimpernellen hier. Knickknackmas. Also, Julian, ich bin immer gut zu Vögeln. Ich geb denen Körner... Wasser, Vogelbad. Vogelbad? Achso, wenn das im Vogelbad rauskommt, dann sind Bad die. Vogel? Feucht. Und so. Ey, ich dachte, wir sprechen von Vögeln. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Hammer. Wenn du die aus dem Bad wieder rausholst. Ja, Tatsache. Hä, ja, was oh, hat der Tag damit zu tun? Hallo, Chakotin. Hallo, Julian. Hab ich noch nie verstanden. Carsten so. Josh, ich glaube, ich hab dich hier in Sicht. Hab ich. Was? Noch ein Bier? Nee, du kriegst ja jetzt schon die Auswahl. Hol mir mal eine Flasche Bier und streik ich hier. Das war, liebe weil Kinder. Der Julian von rechts auf einmal an mir vorbeigeprescht ist. Das ist wieder der Julian. Der Julian ja, war keine Gefährdung, weil rechts die Ausfahrt ging nämlich ja, aber auch du hast mich abgelenkt. Nee. Doch, ist ja wohl wahr. Ja, du hast den Carsten abgelenkt und zwar nach links in meine Richtung. Da kommt er schon wieder. Pass auf, jetzt mach ich mal hier ein bisschen zu, wa? Ich mach von hinten zu, also... So. Der Josh immer mit seinem ekelhaften von hinten. Das ist voll super. Voll super ist das.
Also wie früher der Josch rüberzieht. Ja, Sumsen ist Bupe und Schicken ist Föhn, ne? Föhn. Was? Sumsen ist Bupe und Schicken ist Föhn. Ja, genau. Lass mal an die Theke ficken. Ja, ja, oder wie tausch mal der Carsten hat's verstanden, der Julian auch. Ich hab's auch.